Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist King Chief. Ich möchte mit euch heute Gun Smith Part 5 durchsprechen. Welche Waffe ihr benötigt, welche Waffenteile und wie ihr die Waffe dann erfolgreich bei Mechanik abheben könnt. Also, let's go! Ich möchte wieder einmal zu Beginn des Videos gleich mit der fertigen Waffe anfangen. Für diejenigen, die genau wissen, wo sie die Teile herbekommen. Hier seht ihr, wie ihr die Waffe erfolgreich abgehen könnt mit den dazu benötigten Teilen. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal ganz entspannt rein, wo kriegen wir eine DVL her, welche Teile benötigen wir und dann modden wir uns die Waffe mal zusammen, wa? Als allererstes schauen wir einmal, wie wir an eine DVL kommen. Dazu haben wir gar nicht mal so viele verschiedene Möglichkeiten. Über den Flohmarkt, das wäre so die erste Anlaufstelle. Da ist natürlich die Nachfrage an DVLs aktuell noch relativ groß. 220.000 Rubel für eine Waffe, die man danach abgibt, ist relativ teuer. Wir können mal schauen, Skier bietet einen Trade an auf Stufe 3. Den schauen wir uns mal an. Das wäre gegen 5 Ponys und einen Teapot. Das ist tatsächlich, wie ich finde, eigentlich kein schlechter Trade. Wie kann man machen? Ich weiß jetzt nicht, wie teuer T-Pots aktuell sind. Das ist vollkommen okay. Ich selber bin an diese DVL allerdings anders gekommen. Ich habe sie durch eine Quest erhalten. Und zwar habe ich The Punisher Part 3 fertig gemacht. In The Punisher Part 3 müsst ihr auf Customs 25 Skiffs mit einer AKS-74U ausschalten und erhaltet danach als Reward eine DVL, so wie ihr sie eben bei mir im Stash habt liegen sehen. Das ist jetzt einfach die Variante gewesen, die ich diesen Vibe mal benutzt habe. Hab mir die dann zur Seite gepackt bis heute und jetzt schauen wir mal, wo wir die nächsten Teile herbekommen. Wir benötigen einen blauen Laser, einen Wing Mount in 34mm und einen Scope, das ATAC Scope. Wir schauen direkt mal rein. Den blauen Laser bekommen wir bei Skier Stufe 1 für 5600 Rubel. Das Wing Mount ist ein bisschen schwieriger zu erhalten. Das kann man einmal bei Mechanik Stufe 2 eher traden. Er hat es schon ausgewählt. Da befindet es sich. Mechanik Stufe 2 für 2 DVD-Player, was ganz gut ist. Aber man könnte es auch bei Jäger Stufe 3 kaufen. Das 34mm Wing Mount. Das wäre noch die zweite Alternative für knapp 9000 Rubel. Und dann benötigen wir nur noch das Scope an sich. Und das konnte ich mir leider nur ertraden auf Jäger Stufe 2. Für eine Powerbank, zwei Magnete und eine UV-Lampe. Ansonsten könnte man es noch bei Jäger Stufe 4 kaufen. Aber den habe ich leider noch nicht so weit. Und dann würde ich sagen, modden wir uns mal die DVL zusammen. Dafür ziehen wir einfach den Laser drauf, das Wingmount drauf und das Scope. Jetzt ist es so, wir können die DVL aktuell noch nicht abgeben, denn wir müssen noch das Magazin entfernen, dürfen die Waffe nicht zusammenklappen, sie muss auseinandergeklappt bleiben und dann sehen wir schon, wir können sie erfolgreich bei Mechanik abgeben und sind damit auch mit Gunsmith Part 5 fertig. An dieser Stelle wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bereite gerade schon Gunsmith Part 6 vor. Ich würde mich auf jeden Fall über Feedback freuen, Anregungen oder auch andere Ideen, wie man die Waffe noch zusammenbauen könnte. Und ansonsten alle Lichter auf grün, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.